Anstatt dass ich jetzt die ganzen Ressourcen mir anfliegen lasse, also die 900 grünen Platten, die 900 Eisenplatten, was weiß ich, fliege ich, glaube ich, einfach die einen Konduits an. Das wäre du weg. Und her damit. So, 20 Stück. Werde angegriffen oben rechts. 18 Türme schießen. Wie viele Silver Turrets haben wir? 3. Wow. Ein neu. Mehr Magazine bauen? Nö. Irgendwelche Killer-Termiten? Nö. Wird das jetzt an... Bin ich hier in der Abdeckung überhaupt? Oh, nee. Natürlich kannst du nicht angeliefert werden, wenn ich in der Abdeckung bin. Das ist, ja. Gut, hier hin. Gib mir bitte das Zeug, was ich brauche. Und bau dann bitte eine Aux Field Station. Also, möglichst viele davon. Irgendwie kommen aber keine Conduits angeflogen. Ich bin mir zu 60% sicher, dass sie automatisiert hatten. 50. 30. 0. Gut. Wir haben sie noch nicht automatisiert. Weil sonst hätten wir es hier nie irgendwo gepappt. Ja. Mach mal. Wo ist mein Musterding? Haben wir nicht. Bau noch einen Blutgrund. So, kopiere bitte. Das da. So. Dreh. Oh. Habe ich erwähnt, dass ich alle Fabriken neu aufbauen wollte? Ja, ich glaube so ein, zwei Mal. Ist mir alles viel zu durcheinander, aber wir brauchen jetzt erstmal die Conduits. So. Ihr seid voll? Sehr gut. Oh. Die Construction Bots sind jetzt alle ausgelastet, weil sie 5600 von diesen neuen Fuel-Blöcken von da nach hier unten herfliegen. Das war nicht so geplant. Ja, die Kiste. Da sind nur noch 600. Schieß mich tot. Komm schon. Ich will einen Conduit. Oh Gott. Doch, einen Conduits sind das. Automatisieren. Das wird schweineteuer. Würde ich vielleicht doch lieber von Hand herstellen, oder? Superconductor Rare Magnet. Wie viele Superconductor-Dinger haben wir? 0. Was? Was? Du hast keine Magneten. Du forderst an Magnete. Wir haben noch keine Magnete automatisiert. Das wollte ich auch vor ein, zwei Folgen machen. Okay, dann stell doch mal bitte her das da. Du hättest gerne Eisenplatten und Grünplatten. Eisenplatten? Platten. So, Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links. Und go. So, grüne Platten sind 1800 im System. Und wir haben, glaube ich, auch mehrere Schmelzen, die dediziert sind, nur grüne Platten herzustellen. Ja, glaube ich auch. Das heißt, Magnete sollten jetzt relativ schnell auftauchen. Goodie. Und warum habe ich jetzt drei verschiedene Drills in meinem Inventar. Bau mehr Vierer-Drills, damit die Dreier- und Zweier-Drills aufgebraucht werden. Das ist ein sehr guter Grund, Gegenstände herzustellen. Das sind nicht mehr im Inventar umliegen. Was wollte ich noch alles? Also Munition habe ich. Wir sind am Umbauen der Stromanlage. Wir haben ein paar Türmchen gebaut. Wir haben das da abgerissen. Das muss ich unbedingt gleich neu aufbauen. Bevor die 4000 schieß mich tot. Fuel-Blocks leer sind. Das sollte eigentlich eine ganze Weile dauern. So, du, da, da, da. So, werden wir eh nicht genug für haben. Ritzel, Ritzel, Ritzel. So, Fuel-Blocks. 5500. Okay, dann war es wahrscheinlich 5600, nicht 4600.
Also es ist doch nicht so eilig, wie ich dachte. Das ist okay. Dann mach bitte nochmal hier. Leer, 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 leer. Und ich gebe es auf, die Sache auszusortieren, weil ich werde sie eh gleich wieder brauchen, wenn ich zum Beispiel mehr Türme herstelle. Weil die Subkomponenten habe ich im Inventar. Das macht das Ganze dann ein bisschen schneller. Wo laufe ich gerade hin? Oh. Ich erinnere mich an das Problem. Wir hatten keine Augstation. Wir hatten die Sache angefordert, um die Augstation zu bauen. Und ich habe die eingekürzt. Okay, Planwechsel. Bin momentan anscheinend zu leicht ablenkbar. Also mehr als sonst. Dementsprechend mache ich das mit dem alten Muster. Und wir ersetzen das später einfach durch eine Augstation. So. Das heißt, hier kommen jetzt Drills hin und direkt oben drüber kommt die Verarbeitung von der Kohle zu Fuel Blocks. Also den Yoki Fuel Blocks. Hatte ich ja schon ein, zwei Mal erwähnt, dass für mich sind das jetzt Fuel Blocks, weil die Vanilla Fuel Blocks einfach irrelevant geworden sind. So. Dich hätte ich... Ja, es geht auf. Dich hätte ich jetzt gerne hier so einigermaßen mittig drüber mit einem Feld Abstand, damit wir da Fließbänder hinbauen können. Fließbänder, die ich nicht habe. Richtig. So. Weg, 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 weg. Nein. Rote Fließbänder, mal gucken, ob sie im System sind, und wenn nicht, hätte ich gerne gelbe. Während die da am Wuseln sind, hätte ich gerne die Vierer-Drills, die übrigens keine größere Reichweite haben. Das wurde wohl jetzt echt aufgesplittet auf die normalen Drills und die Large-Area-Drills. Das heißt, ich bräuchte eigentlich Large-Area-Drills MK4, um richtig was zu reißen. Aber na gut. Ich denke, das reicht jetzt eh schon. Ja. Achso, und ich bin nicht in Robo-Reichweite, deswegen kriege ich kein Zeug. Und da hinten ist kein Strom. Und überhaupt. Bau. Toll, mal Ruheports. So, Zeug kommt. Zip, 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 zip. Ich habe die echt jetzt nicht aufgebaut, ne? Ne, ich habe die Batterien auf, die Magnete noch aufgebaut. Ja, komm, geh mal dahin, setz mal neben die Magnete einmal so ein Conduit-Ding. Und da sind ja auch was. Ich sag nichts dazu. Du bau da ein Conduit. Du brauchst Superconductor, Rare Magnet, Kupfer und weiße Chips. Also, weiße Chips, Magnets, Superconductor. Nicht so viele, das sind viel zu teuer, die Dinger. Auch keine 200 weißen Chips. So, und Kupferplatten, was ich übersetzte. So, und beschränkst dich bitte auf zwei Stacks. Ja, okay. Anfrage ist immer noch da. Ich habe nichts, was irgendwie aushelfen könnte. Also müssen wir warten. Worauf wartest du? Du wartest auch auf. Moment mal, was ist hier faul? Warum haben wir nicht genug Batterien im System? Genug Magnete im System. Wir haben die Jungs hier, die durchgehend das da herstellen. Wir haben echt mehr als genug Rare Earths. Wir haben Schmelzöfen, die nur darauf abgelegt sind, aus Rare Earths Platten zu machen. Und die reichen nicht aus, weil sie im K1 sind. Gefahr erkannt. Gefahr keineswegs gebannt, weil wir haben keinen Rubber. Bitte fordere an. Rubber. Und die reichen nicht. Warum haben wir Kobaltit? Nimm das raus. So. Das müssen wir gleich irgendwo anders sortieren.
Ihr seid Sonderschmelzen, richtig? Zusammen mit dem da oben. Okay, ändert mal eure Aufgabe. Ihr seid jetzt auch grüne Plattenschmelzen. Und die hier werden als Sonderschmelzen reichen. Sonderschmelzenkisten sollten nicht beschränkt sein. Das ist nicht gerade förderlich. Genauso wie die Jungs hier. Und mal ein bisschen mehr Stahl. Sodass unser Stahlpuffer größer wird. Ah, einfach nur, weil wir es können. So. Okay, also wir kriegen genug grüne Platten, dadurch kriegen wir genug Magnete, dadurch kriegen wir genug Superkontakte, dadurch kriegen wir genug Iron Conduits und dadurch kann ich bald meine verdammte Aug Station bauen. Schön. Haben wir jetzt das da hinten aufgebaut? Ja, haben wir. Haben wir rote Fließbänder bekommen? Ja, 5 Stück. Okay. Bau mal hier so ein bisschen was. Und liefer mal. So. Jetzt braucht ihr nur noch Strom. Ist jetzt wegen dem Muster ein bisschen doof, aber sobald die Aug Station steht, ist das eh alles irrelevant. So, und dann kommt die hier hinten auf ein Fließband. Ein schnelles Fließband. Ist total egal. Und kriegt dann ein ganz schnelles Ärmchen und das tut ihr in eine rote Kiste, obwohl hier keine Abdeckung ist. Das ändern wir aber ganz schnell. So. Okay. Und jetzt sollten wir genug Pew-Blocks herstellen. Oh. Achso, da ist eine Verstopfung. So. Bau mehr Rote davon. Das muss hier ein schnelles Fließband werden. Und der da muss auch noch angeschlossen werden. Also, die bitte ersetzen. Mhm. Bip, 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 bip. Oh, ganz viele Verdopplungen oder? Nee, Cursed Talente. Ja, okay. So, also das System haben wir erfolgreich transportiert. Reiß hier weiter ab. Da weiter ab. Bau das woanders wieder auf. Was noch, was noch, was noch? Forschung. Ich forsche anscheinend seit einer ganzen Weile nichts mehr. Wir haben Elektrolyse erforscht, um einen besseren Electrolyzer zu bauen, um besser gewisse Rohstoffe herzustellen. Das ist schön. Ich hätte jetzt allerdings ganz gerne die Modullabore haben wir noch nicht hingesetzt, ne? Da oben? Ne, ich glaube nicht. Noch bessere Capacitor? Ne. Nee. Erforsch bitte Smart Neon Fahrinserter. Das sollte schnell gehen. So. Genau hier. Hier müssen die Modullabore hin. Was steht in den Modullaboren im Weg? Das sind keine Modullabore. Die brauchen Labore. Labore kann ich nicht bauen, weil ich keinen Stein habe. Ja, ja, das altbekannte Problem. Gib mir Stein. Sollte jetzt eigentlich genug im System sein. Da wir ja unten die Liquid-Händler aufgebaut haben. Genau, da kommen Steine geflogen. Zip, 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 zip. So, was fehlt mir? So, was fehlt jetzt? Jetzt fehlen die verschiedenen Modulvorlagen, die wir automatisiert haben. Aber da fehlte bis vor kurzem noch irgendwas. Weiße Modulboards. Die haben kein Kupfer und kein Tin mehr, weil das nicht mehr angefordert wird. Warum wird es nicht mehr angefordert? Vorder an, Kopf und Tin.
Heißt das nicht? Oh. Ach, puh. Du dahin. Weg, weg, weg.